Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von Pixu und hier auf diesem YouTube-Kanal bekommst du jede Woche ein neues Video rund um das Thema Nähen und Plotten. Wenn du hier unten meinen Kanal abonnierst und die kleine Glocke daneben läutest, dann verpasst du auch kein Video mehr, das hier auf diesem Kanal hochgeladen wird. Heute geht es wieder um das Thema Plotten und heute möchte ich mit dir zusammen einen Testschnitt durchführen mit Hilfe des Programms Silhouette Studio und einem Silhouette Plotter. Testschnitte sind immer sehr, sehr wichtig, denn sie sind dafür da, zu probieren, ob die Schnitteinstellungen, die du an deinem Plotter vorgenommen hast, auch wirklich zu der Folie oder zu dem Material passen, das du entsprechend plotten möchtest. Deswegen würde ich dir immer dazu raten, einen Testschnitt durchzuführen, bevor du anfängst, ein neues Projekt zu plotten oder ein neues Material zu plotten. Du kannst dir die Schnitteinstellungen, die du für deine vorherigen Materialeinstellungen vorgenommen hast, natürlich auch speichern. Das Ganze funktioniert im Silhouette Studio super oder du schreibst es dir in eine Excel-Liste. Wie der Testschnitt mit Silhouette Studio und einem Silhouette Plotter nun funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Um einen Testschnitt aus dem Programm Silhouette Studio durchführen zu können, benötigst du kein Motiv auf der Schneidematte. Du kannst dir also einfach das Silhouette Studio öffnen und mit einer leeren Schneidematte fortfahren. Klicke dafür auf den Button Senden am oberen Bildschirmrand und anschließend bekommst du die ganzen Einstellungen für den aktuell durchzuführenden Schnitt angezeigt. Wichtig ist im ersten Schritt, dass du hier oben einstellst, was du für eine Folie nutzt. In meinem Fall ist es eine Wärmeübertragungsfolie glatt. Je nachdem, ob du eben eine andere Folie nutzt oder ein anderes Medium nutzt, kannst du das hier entsprechend einstellen oder eben auch ein eigenes Material hinzufügen. Du kannst hier die Schnitteinstellungen entsprechend nochmal anschauen und bearbeiten, kannst die Geschwindigkeit runtersetzen, den Anpressdruck runtersetzen und auch die Anzahl der Durchgänge bzw. den Schnitt in den Ecken entsprechend für dich noch einmal einstellen. Das Ganze ist jetzt hier für das eine Werkzeug, weil ich habe nur ein Werkzeug in meinem Cameo 3 enthalten. Man kann natürlich auch noch ein zweites Werkzeug entsprechend reinsetzen. Wenn du beispielsweise nicht nur schneiden, sondern auch schreiben möchtest, kannst du zum einen ein Messer und zum anderen eventuell auch einen Stift einsetzen. Wir wollen jetzt hier aber einen Testschnitt machen mit dem einzigen Messer, was eingesetzt ist. Man stellt also hier oben das Ganze aufschneiden. Ich habe die automatische Klinge drin. Das Ganze soll eben geschnitten werden. Die Einstellungen der Wärmeübertragungsfolie lasse ich so, wie sie momentan sind. Und um nun den Testschnitt starten zu können, klickst du einfach hier unten auf den Button Test. Und anschließend startet dein Testschnitt automatisch an deinem Plotter. Nachdem der Testschnitt dann entsprechend durchgeführt worden ist, kannst du versuchen, hier das Feld, was geschnitten worden ist, zu entgittern. Und sobald das eben entsprechend schön entgittert werden kann, ist dein Testschnitt erfolgreich durchgeführt und du kannst mit dem Plotten deines Motives beginnen. Ich hoffe, auch du konntest erfolgreich deinen Testschnitt mit deinem Plotter durchführen und bist nun gerüstet für die nächsten Materialien, die da kommen werden. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Plotten, würde mich riesig darüber freuen, wenn du meinem Video einen Daumen hoch gibst und wir uns hier jetzt öfter auf diesem Kanal wiedersehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit deinem Plotter und beim Plotten und noch einen schönen Tag. Tschüss!